Hallo und ganz herzlich willkommen bei Gesund gepflegt, dem niederösterreichischen Gesundheitsmagazin mit diesen Themen. Auf Augenhöhe. Eine Kommunikationsassistentin im Landesklinikum Wiener Neustadt begleitet gehörlose PatientInnen. Außerdem hohe Zufriedenheit. BewohnerInnen stellen den Pflege- und Betreuungszentren ein exzellentes Zeugnis aus. Und hoher Wohlfühlfaktor. Eine Bewohnerin berichtet, wie sie den Alltag in ihrem Pflegezentrum erlebt. Ein Vorbildkrankenhaus in Sachen Barrierefreiheit. Im Landesklinikum Wiener Neustadt gibt es eine Kommunikationsassistentin, die medizinische Gespräche übersetzt und so für die PatientInnen vieles vereinfacht. Zum Arzt zu gehen und die eigenen Bedürfnisse klar kommunizieren zu können, das ist für viele nicht selbstverständlich. Gehörlose Menschen stehen dabei vor Herausforderungen. Doch im Landesklinikum Wiener Neustadt ist das nicht so. Hier gibt es eine Kommunikationsassistentin, die medizinische Gespräche übersetzt. Sarah Kasper hat 2021 das Projekt auf Augenhöhe ins Leben gerufen, denn durch ihr persönliches Interesse an der Gebärdensprache hat sie einen Einblick in die gehörlosen Community erhalten. Dort war einfach sehr oft Thema, dass es im medizinischen Bereich extrem schwierig für die Gehörlosen ist, weil es eben häufig so ist, dass sie sich Fragen nicht stellen trauen bzw. eben schon sehr viele frustrierende Vorerfahrungen haben, oft die Antworten nicht verstehen, die medizinisch komplexen Themen einfach nicht verstanden werden. Und durch die Begleitung, durch eine Kommunikationsassistentin ist es den Gehörlosen halt jetzt möglich, Fragen zu stellen, die Antworten zu verstehen, ihre Diagnosen und Befunde vollinhaltlich zu verstehen. Und das ist nicht zuletzt auch ein wesentlicher Beitrag zur Patientensicherheit. Heute begleitet Sarah Traude Binder bei einem Termin in der Augenambulanz. Es ist einzigartig, dass es hier in Wiener Neustadt eine Kommunikationsassistentin gibt, die mich begleiten kann. Wiener Neustadt ist dabei ein großes Vorbild. Am Beispiel von Wiener Neustadt wurden an zwei Kliniken ähnliche Angebote entwickelt. Vier Preise hat das Projekt auf Augenhöhe bereits erhalten, unter anderem den Niederösterreichischen Inklusionspreis. Und es zählt unter anderem zu den 12 Vorbildprojekten zur Barrierefreiheit in Niederösterreich. Also es ist total schön zu sehen, dass die Idee und die Themen einfach Kreise ziehen, immer mehr Leute darauf aufmerksam werden und jetzt eben Schritt für Schritt die Barrierefreiheit auch in der Region weiter vorangetrieben wird. Der erste Schritt zu einer größeren Barrierefreiheit in den Spitälern der Tarmenregion ist ein Relay-Service. Ein Telefondolmetschdienst, der Terminvereinbarungen mittels Video ermöglicht. Im Landesklinikum Wiener Neustadt werden zusätzlich die MitarbeiterInnen sensibilisiert und geschult, um auf die Herausforderungen der Kommunikation mit gehörlosen PatientInnen vorbereitet zu sein. Hier wird Barrierefreiheit also großgeschrieben. Im Jahr 2023 ist erstmals eine große BewohnerInnenbefragung in den niederösterreichischen Pflegezentren durchgeführt worden und die Ergebnisse können sich sehen lassen. 95% der BewohnerInnen würden ihr Zuhause jederzeit weiterempfehlen. Ein abwechslungsreiches Aktivprogramm und innovative Pflegekonzepte machen das PBZ Herzogenburg zu einem Ort mit Wohlfühlatmosphäre. Bestätigt wird das durch eine Bewohnerbefragung, wo das Haus Platz 1 in der Region belegt hat. Wir sind sehr, sehr stolz, dass unsere Bewohner uns das zurückgeben, was wir versuchen ihnen zu geben. Weil Nummer 1 jetzt bei dieser Befragung zu sein, ist wirklich eine sehr große Leistung gegenüber meinem Team, das ganze Team gegenüber den Bewohnern. Und ja, es erfreut uns, es macht uns wirklich stolz. Aktuell bietet das PBZ ein Zuhause für rund 110 Bewohnerinnen und Bewohner. Ein wichtiges Anliegen ist es, dass alle ein möglichst normales Alltagsleben ganz nach den persönlichen Bedürfnissen führen können. Ich bin einmal so richtig runtergekommen. Ich habe keine Sorgen mehr. Ich brauche mich nicht mehr ärgern mit anderen. Du bist wirklich so locker, du kommst so runter, du bist ausgeglichener Mensch. Und glücklich dazu, muss ich mir sagen, ja. Glücklich ist auch Josef Klaus. Der 100-Jährige lebt seit über einem Jahr im Pflege- und Betreuungszentrum. Doch was gefällt ihm am besten? Einmal mein Zimmer mit der wunderbaren Aussicht auf das Stift
und die Stadt, ja, also es könnte nicht schöner sein. Ein absolutes Highlight sind auch Programmpunkte wie der italienische Nachmittag, bei dem Erik Arno von der Gruppe Insieme und Musicalsängerin Anita Hoffmann vielen Bewohnerinnen und Bewohnern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ja, aber ich habe Musik, habe ich immer alles gern. Ja, und das erinnert mich an die Jugend auch, nicht? Ja, die Schlager nicht, von Italien. Marina, Marina. Ja. Und diese gute Laune ist auch Kraftquelle für die über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus öffnet das PBZ seine Türen auch immer wieder für die Öffentlichkeit und hat an alle, die Berührungsängste zeigen, eine klare Botschaft. Gehen Sie mit Ihren Angehörigen bewusst in solche Einrichtungen, vor allem wenn wir öffentliche Veranstaltungen haben, und Sie werden sehen, es schaut ganz anders aus und es läuft ganz anders ab, als wie Sie es vorher irgendwann einmal vorgestellt haben. Stellvertretend für viele BewohnerInnen trafen wir Marianne P. Hamm im Pflege- und Betreuungszentrum IPS. Im Gespräch berichtet sie, wie sehr sie sich in der Gesundheitseinrichtung wohlfühlt und das Freizeitangebot schätzt. Warum würden Sie Ihr Pflege- und Betreuungszentrum weiterempfehlen? Weil mir geht's gut. Ich habe liebe Schwestern. Und der Daniel, der Erste, ist sehr nett. Und der Leo ist auch sehr nett. Der ist sogar mir, das muss ich auch sagen, wie mein Mann gestorben ist, ist er hergekommen und hat gesagt zu mir, er geht mit mir zu der Kapelle runter beten. Das war, was ich mir, glaube ich, leid. Das hat mir auch recht gefreut. Wie gefällt es Ihnen im Pflege- und Betreuungszentrum? Sehr gut, weil ich habe ein schönes Zimmer, ein großes, und Balkon haben wir, ein helles Zimmer. Und ich will es putzen, brauche es nicht putzen. Und da bin ich sehr dankbar. Werden Ihre persönlichen Wünsche im PBZ erfüllt? Ja, sehr, ganz, ganz. Ich kann spazieren gehen draußen und Essen ist so gut. Ich habe gesagt, ich darf nicht mehr so viel essen, ich werde es dick. Ich weiß es gewohnt nicht mehr. Wie gefallen Ihnen die Freizeitaktivitäten im Haus? Sehr gut. Weil da fahren wir wieder mal fort, sehen wir was anderes. Dann haben sie einen Musikanten mit einem Tiermonika-Spieler. Wenn wir essen zum Mittag, dann können wir ein wenig singen. Und ich tue es gern singen. Die machen es wirklich schön, sehr schön. Letztes Mal war mein Eisspiel drin, das war herrlich. Und Bingo spielen wir so gern. Und, oder mit dem Schergerettichnicht, weil jetzt haben wir Zeit dazu. Bingo ist mein Hauptding. Schon oft gewonnen? Ja, einmal. Wie groß ist der Spaßfaktor in Ihrer Einrichtung? Sehr, sehr. Wenn ich traurig bin, wie es jetzt beim Mann über war, die kommen, nehmen mich mal Hals, aber es wird er will. Die zwei Männer oder die Frauen und sagen, Frau Bayern, wir kennen es, bei dir hat es halt was, jetzt müssen wir die auch mitnehmen. Das ist ganz spitze, muss ich sagen. Der Zivildienst in den niederösterreichischen Pflegezentren bietet jungen Menschen die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen im sozialen Bereich zu sammeln und gleichzeitig einen wichtigen Dienst für die Gesellschaft zu leisten. Jedes Jahr absolvieren rund 380 Zivildiener ihren Dienst in den Pflegezentren und Kliniken der Landesgesundheitsagentur. Der neue LGA Pflegepool Thermenregion unterstützt MitarbeiterInnen in den Pflege- und Betreuungszentren der Thermenregion bei kurzfristigen Ausfällen und sorgt für eine höhere Dienstplanstabilität. Über eine Online-Plattform können zur Verfügung stehende Pflegefachkräfte angefordert werden. 1.400 ehrenamtliche MitarbeiterInnen leisten einen unverzichtbaren Beitrag in Niederösterreichs Pflegezentren. Um ihren Einsatz zu würdigen, organisierte die Leitung des Pflege- und Betreuungszentrums Weidhofen an der Theier einen besonderen Ausflug zur Rosenburg. Jährlich sind in den niederösterreichischen Landes- und Universitätskliniken zahlreiche FerialpraktikantInnen in den Küchen, Sekretariaten, der Finanzbuchhaltung oder der Betriebstechnik im Einsatz. Dabei schnuppern sie nicht nur Praxisluft, sondern bereichern auch die Kliniken. Das war's schon wieder mit Gesund gepflegt. Danke, dass Sie eingeschaltet haben und bis zum nächsten Mal.